Eigentlich wollte Jesse Custer nie wieder nach Angelville zurückkehren, aber in der dritten Staffel Preacher hat er dafür gute Gründe. Etwas Wahnsinnigeres wird fürs Fernsehen derzeit wohl nicht produziert. Preacher nimmt gemeinsam mit seiner Gang seine brutal komische Suche nach Gott wieder auf. Zudem steht ein Besuch bei Oma an und die ist alles andere als einfach. Die Times hat 7000 Seiten, die genau beschreiben, wie das Weiße Haus 30 Jahre lang über den Krieg in Vietnam gelogen hat. Sie haben gelogen. Das muss ein Ende haben. Meryl Streep und Tom Hanks glänzen in Steven Spielbergs Drama Die Verlegerin wieder einmal mit einer fantastischen Leistung. Die Verlegerin der Washington Post, Katharine Graham, steht Anfang der 70er Jahre vor der schweren Entscheidung, ob sie die sogenannten Pentagon-Papiere drucken oder verheimlichen soll. David Slaney, put away 5 years ago, escaped from penitentiary and he's on the run. In modernen Fernsehserien und Filmen ist es eigentlich nicht mehr üblich, dass irgendwie jeder rauchend mit Kippe vor der Kamera steht. Cord gibt aber keinen Pfifferling auf Political Correctness. Die fünfteilige kanadische Retro-Action-Serie Cord bietet raue Kerle und riskante Drogendeals. Was glotzt du so? Eine Schule im französischen Grenoble, eine Lehrerin, die sich für ihre Schüler einsetzt. Die Grundschullehrerin erzählt die Geschichte der engagierten Florence, ihrem Verhältnis zu ihrem Sohn und von ihrem Kampf für den Schüler Sascha, dem das Leben schon früh übel mitgespielt hat. Authentische und sympathische Tragikomödie.